Hallo ihr Lieben, hier ist Edda, eure Personal Trainerin. Wir wollen heute im Sitzen beginnen, etwas für die Dehnung der Körperrückseite tun, Kräftigung und natürlich ist der Rumpf auch immer mit dabei, Bauch, Beckenboden, Brustkorb flach, unterer Rücken, unsere Körpermitte, die wir immer im Gleichgewicht haben sollten, damit es uns gut geht. Ja, und eine Matte braucht ihr, bequeme Kleidung und dann können wir starten. Los geht's! Wir kommen also einmal über den Kniestand zum Sitzen. Hier könnt ihr schon Bauch und Beckenboden aktivieren, wenn ihr nach unten kommt. Dann weiß der Körper Bescheid, jetzt geht's los. Und wir setzen uns als erstes mit gegrätschten Beinen. Und ich weiß, das fällt dem einen oder anderen schwer, natürlich mit gestreckten Beinen hier aufrecht zu sitzen. Da habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch hinten abstützen oder ihr könnt euch hier mit den Händen an der Oberschenkelrückseite festhalten. Wenn es euch keine Mühe bereitet, die Kniekehlen gestreckt zu lassen und auch die Zehenspitzen ein bisschen ranzuziehen, den Brustkorb zu strecken und trotzdem den unteren Rippenbogen flach zu halten, die unteren Rippenbögen, Bauch flach, Beckenboden eingezogen. Das heißt, wenn ihr das mit der Körperspannung machen könnt, dann ist es natürlich schön, hier mit der Ausatmung immer schon mal Bauch, Beckenboden, Brustkorb einzuziehen, die Schultern geöffnet zu lassen. Und ihr seht, wir beginnen hier schon im Wechsel rechts und links das Gesäß ein bisschen vom Boden zu lösen, während der Oberkörper hier, der Brustkorb, möglichst aufgerichtet bleibt. Das heißt, die Bewegung findet hauptsächlich im Hüftbereich statt. Den unteren Rücken schieben wir immer raus in die Streckung, so als wollten wir mit dem unteren Rücken einen Buckel machen. Wir mobilisieren das Iliosakralgelenk und versucht immer ruhiger mit dem Oberkörper in der Mitte zu bleiben. Hände locker auf den Oberschenkeln oder wie gesagt eben, ihr haltet euch hier ein bisschen fest oder stützt euch ein bisschen ab und immer mit der Ausatmung in die Bewegung hinein. Gesäß einmal rechts, einmal links vom Boden lösen, sodass ihr hier immer so eine Hand so ein bisschen drunter schieben könntet. Ihr könnt natürlich am Anfang hier den Oberkörper noch ein bisschen mitnehmen, wenn es euch schwerfällt. Und dann kommen wir zur Mitte zurück. Wir ziehen mit jeder Ausatmung die Kniekehlen in die Streckung und die Zehenspitzen heran. Dabei bleiben wir aufrecht und haben auch hier immer die Körpermitte mit in Aktion. Also der Schultergürtel bleibt ganz locker. Ihr könnt euch vorstellen, ab dem Brustkorb aufwärts ist alles ganz entspannt, locker und aufgerichtet. Da muss niemand mitkommen, die Schulter bleiben hinten unten. Ihr werdet vielleicht immer wieder feststellen, dass der Nacken sich gerne einmischt und wenn die Zehen ranziehen, dann will der Nacken auch mitkommen. Das muss er nicht, das soll er nicht, das darf er noch nicht mal, weil unser Nacken ist für Kampf oder Flucht. Und da hilft es uns, wenn wir immer, wenn wir mit der Ausatmung die Kniekehlen strecken und die Zehenspitzen heranziehen, gleichzeitig hier den Brustkorb strecken und immer die Ellenbogen und Schultern so ein bisschen nach hinten unten ziehen. Kinn zur Brust, Nacken lang. Wir sitzen, aber der ganze Körper ist immer mit der Ausatmung kräftig in Aktion. Was machen wir alles mit jeder Ausatmung? Ziehen wir den Bauchnabel zur Wirbelsäule, den Brustkorb flach, den Beckenboden nach oben innen. Wir strecken den Rücken und den Nacken ganz lang, ziehen die Schultern nach hinten unten und die Schulterblätter, nehmen die Ellenbogen mit nach hinten, lassen die Unterarme und die Hände ganz locker und strecken immer die Kniekehlen und ziehen die Zehenspitzen heran. Und in dieser Position bleiben wir jetzt schön aufgerichtet, Rücken, Nacken lang, ziehen uns noch ein bisschen mehr in die Streckung hier, als würden wir uns am Scheitel nach oben ziehen, Kinn zur Brust, Nacken lang, lassen die Schultern kreisen. Die Zehenspitzen sind noch herangezogen, Kniekehlen gestreckt und dann könnt ihr mal ein bisschen hinten abstützen. Kleine Verschnaufpause für die Rumpfmuskulatur und wir drehen die gestreckten Beine mit den herangezogenen Zehenspitzen einmal nach innen, einmal nach außen.
gehe noch ein bisschen weiter hinter, dass ihr meine Füße mitseht. Ja. Schöne breite Gritschposition. Kniekehlen gestreckt. Schultern hinten unten lassen. Brustkorb streckt. Das heißt, der Brustkorb streckt, indem die Schultern nach hinten gehen, trotzdem die unteren Rippenbögen flach bleiben und die Zehen sind herangezogen. Die Beine rotieren so weit wie möglich nach innen und außen. Und dann lassen wir die Füße, oder muss jetzt mal die Schuhe ausziehen, die verabschieden sich hier gleich. Also wir strecken und ziehen die Zehenspitzen heran. Spitzen heranziehen und strecken, Kinn zur Brust, Nacken lang und im Wechsel rechter und linker Fuß, Zehenspitzen heranziehen und strecken und dann lassen wir unsere Füße ein Viereck machen. Wir nehmen also die Zehenspitzen innen heran, drehen die Beine nach außen, strecken die Füße nach innen, heranziehen, nach außen, strecken, nach innen, heranziehen, nach außen, strecken. Mit gestreckten Kniekehlen, Bauch, Beckenboden, Unterspannung, Rücken, Nacken gestreckt, Schultern weg von den Ohren, Kinn zur Brust, Nacken lang, schöne große Würfel mit den Zehenspitzen. Ein Viereck beschreiben, dass ihr merkt oder dass ihr euch denkt, mit dem großen Zeh immer schön in die vier Ecken rein. Und locker lassen. Locker, 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 locker. So, jetzt gibt es mal wieder Schuhe an den Füßen. Dass wir keine kalten Füße bekommen. Und ihr habt gemerkt, wenn wir, obwohl wir hier nur mit den Füßen tommen, ist trotzdem der ganze Körper im Einsatz. Und ihr könnt auch jede Handlung im Alltag immer daraufhin untersuchen, welche Muskulatur brauche ich gerade, wo brauche ich die Spannung und die Kraft, wo brauche ich die Dehnung. Das heißt, auch wenn ihr im Alltag euch Schuhe oder Strümpfe anzieht, ja, das könnt ihr zu einer Bewegung machen, so wie ich jetzt hier gerade die Schuhe angezogen habe. So, was brauchen wir? Bauch- und Beckenboden unter Spannung, Schultern kreisen und ziehen die Schultern nach hinten unten, Kinn zur Brust, Nacken lang. Wenn wir jetzt Strümpfe anziehen wollen, müssen die Arme nach vorn und der Fuß zu uns herankommen. Im Wechsel ziehen wir das Knie Richtung Brustkorb. Und achten darauf, dass der Nacken nicht sich mit einmischt, sondern möglichst die Schultern tief bleiben. Die Schultern gehen zwar hier nach vorn, aber nicht gleichzeitig nach oben. Die Schultern bleiben also so tief wie möglich. Und geht immer mit den Fingerspitzen nach vorn. Und wenn das Bein streckt, strecken wir auch den Oberkörper. Und dann bleiben wir hier. Irgendwann wollen wir rein in die Socke oder in den Schuh. Und ziehen, 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 ziehen. Mit kleinen Bewegungen das Knie Richtung Brustkorb. Die Schultern bleiben so tief wie möglich, dass der Nacken lang ist. Und dann wechseln wir. Zwischendurch aufrichten. Schön weit nach hinten strecken. Ganz wichtig, zieht die Arme lang, die Schultern tief, das Kinn zur Brust, den Nacken lang. Hier also die Entlastung und dann geht es mit dem anderen Bein. Wir haben auch immer eine Seite, wo es uns ganz gut gelingt und die andere Seite, wo es gar nicht so richtig gut geht. Ist also eher tendenziell so, dass die Seiten unterschiedlich sind, als dass wir beide gleichmäßig empfinden. Und wieder strecken. Lasst euch ein bisschen nach rechts und links herüberschaukeln. Bauch, Beckenboden eingezogen, die Daumen zeigen nach hinten, Kinn zur Brust, Nacken lang. Spannung brauchen wir die ganze Zeit in Bauch und Beckenboden, den Brustkorb flach ziehen, damit der Rücken unterstützt wird.
Ja, und immer wieder die Kniekehlen so gestreckt wie möglich. So, dann kommen wir zur Mitte zurück. Locker, locker, locker. Wir lassen die Beine nach außen wandern. Immer mit der Ausatmung. Oberkörper aufrecht, Beine so weit wie möglich nach außen. Und dann kippen wir erst im Becken nach vorn. Ja, also Oberkörper bleibt gestreckt, Beine bleiben gestreckt. Mit jeder Ausatmung geht der Brustkorb nach vorn. Wir haben die Bewegung nur hier in der Hüfte. Locker abgestützt hier die Hände. Ihr könnt euch auch festhalten und noch ein Stück weiter nach vorn ziehen. Und die Bewegung langsam. Wir wollen erstmal hier geschmeidig immer ein Stück weiter in die Dehnung kommen. Am Anfang ist der Dehnreiz intensiv, ein Sicherheitsmechanismus unseres Körpers. Und dann können wir immer ein Stück tiefer kommen. Ja, achtet darauf, der Oberkörper ist noch gestreckt. Der Brustkorb geht zum Boden, das Kinn ist zur Brust, der Nacken lang. Wir sind also noch schön aufrecht und klappen nur in der Hüfte nach vorn. So als wären wir aus zwei Teilen, nur in der Hüfte ein Scharnier, wo wir ein bisschen nach vorn und wieder nach oben gehen können. Dann bleiben wir in der vorderen Position. Ja, aber achtet drauf, wir lassen uns noch nicht rund werden. Wir strecken den Brustkorb zum Boden und gehen ein bisschen nach rechts und links. Hier heben wir wieder rechts und links das Gesäß etwas vom Boden. Kinn zur Brust, Nacken lang. Mobilisation in Gesäßmuskel, unteren Rücken, Beininnenseite, alles mit dabei. Und immer mit der Ausatmung den Beckenboden kräftig nach innen ziehen. Hier haben wir also, oder können wir gut spüren, den vorderen Anteil des Beckenbodens, der dazu da ist, um den Urin anzuhalten. So, und wenn wir jetzt hier in der Mitte bleiben, der Dehnreiz hat langsam schon ein bisschen nachgelassen und ihr könnt wieder zusätzlich die Zehenspitzen heranziehen. Wir gehen also hier mit der Hüfte so weit wie möglich nach vorn mit dem Becken. Und jetzt lassen wir uns locker nach unten sinken. Der eine oder andere ist vielleicht auch beweglicher als ich. Macht also immer so, wie es für euch möglich ist. Ihr könnt euch locker nach vorn sinken lassen. Bei wem es mit der Beweglichkeit noch nicht so gut ist, bietet es sich an, dass ihr euch hier an der Beininnenseite festhaltet, ja, und nach vorn zieht. Der Rücken ist rund, der Blick geht jetzt in den eigenen Ausschnitt, Kopf, Schultern, Arme locker nach vorn sinken lassen oder ziehen. Dabei immer mit der Ausatmung wieder die Kniekehlen strecken, After-Schließmuskel nach oben innen ziehen, Zehenspitzen heranziehen und leichte seitliche Bewegungen verstärken wieder die Dehnung. Das heißt, für die Dehnung brauchen wir Kraft in anderen Muskelgruppen. Wir haben also immer eine Kombination aus Kräftigung, Dehnung, Mobilisation und damit bringen wir unseren Körper ins Gleichgewicht, damit wir schmerzfrei und beweglich sind. Mit der nächsten Ausatmung spannen wir wieder Bauch und Beckenboden kräftig an, strecken die Beine und richten uns nach oben auf. Schön den Brustkorb flach halten beim aufrechten Sitzen. Das nach vorne neigen wollen wir jetzt über die Seite machen. Das heißt, die rechte Hand geht von außen her ans linke Bein, ja, Oberschenkel, Außenseite oder Knie. Linke Hand, linken Arm lassen wir ganz locker und wir ziehen uns zur Seite nach vorn. Mit der rechten Hand an der linken Beinaußenseite langsam Richtung Fuß gleiten, dass wir die Streckung rechte Seite im Rumpf haben, Rücken, Schulterblatt. Der Blick geht unterm Arm nach hinten durch. Beide Gesäßhälften haben noch ein bisschen Bodenkontakt, also mit der rechten Gesäßhälfte bleibt ihr auch so weit möglich auf dem Boden. Kniekehlen gestreckt, Bauch, Beckenboden eingezogen und mit jeder Ausatmung ein bisschen tiefer ziehen. Ganz geruhsam. Vielleicht kommt ihr auch schon bis zum Fuß, könnt euch am Fuß festhalten und einfach die Verbindung dann so halten und in die Dehnung sinken.
Nur die Fingerspitzen halten am Bein oder am Fuß. Und mit jeder Ausatmung gehen wir ein Stück mehr in die Dehnung, um uns dann wieder aufzurichten. Schultern locker kreisen lassen. Dann drehen wir uns zur rechten Seite mit der linken Hand. Rechts am Knie, Bein Außenseite, rechter Arm ganz entspannt. Folgt der Bewegung. Erstmal mit gestreckten Beinen so weit nach vorne gehen, wie es im ersten Moment möglich ist. Den Reiz spüren und einfach mit jeder Ausatmung ein bisschen lockerer lassen. Vielleicht kommt ihr auch hier wieder bis zum Fuß. Nehmt einfach wahr, wie die Beweglichkeit ist. Versucht auch gar nicht zu schummeln. Es ist nicht schlimm, wenn das unterschiedlich ist, wenn man noch nicht so weit kommt. Konzentriert euch lieber darauf, wo ihr was spürt. Jede Ausatmung zieht immer wieder den Brustkorb flach, den Bauchnabel zur Wirbelsäule und den Beckenboden nach oben innen. Wir strecken die Kniekehlen, schieben die Fersen weg vom Körper, ziehen die Zehenspitzen heran. Der Blick geht unterm Arm durch und wir kommen immer ein Stück weiter nach vorn, strecken die Seite. Seitliche Rumpfmuskulatur, hinterer Armansatz. Es ist also auch wieder der ganze Körper mit dabei. Bauch, Becken, Boden einziehen und Wirbel für Wirbel nach oben aufrollen. Und die Schultern nach hinten kreisen. Schöne große Kreise und tief durchatmen. Nächste Runde, wir nehmen das rechte Bein einmal nach hinten weg. So, erstmal vom Abstand her, wie es geht. Ihr könnt euch auch ein bisschen abstützen oder festhalten, ziehen, schieben, alles erlaubt. Das linke Bein ist also gestreckt und das rechte Bein zur Seite nach hinten abgewinkelt. Ja, dass ihr von den Oberschenkeln her ungefähr denselben Winkel habt. Und hier versuchen wir mit jeder Ausatmung trotzdem in die aufrechte Sitzposition zu kommen. Ihr könnt euch auch abstützen, ein bisschen ziehen, schieben oder halt mit Hilfe vom Bauch- und Beckenboden hier aufrecht zu kommen. Hier wollen wir ein kleines Kreisen entstehen lassen. Ihr habt jetzt den Dehnreiz vielleicht auch am Knie. Ja, also wenn ihr jetzt hier das Knie spürt, das angewinkelte Knie auf der Innenseite, das ist nur der Dehnreiz. Da geht also nicht das Knie kaputt. Ihr könnt auch die Hüfte vielleicht spüren. Also alles ist möglich, aber es geht nichts kaputt. Es ist nur Dehnreiz in Muskulatur und Bindegewebe und wir lassen hier mit dem Oberkörper ein Kreisen entstehen. Und Kreisen entgegengesetzt. Und zur Mitte zurück. Das zieht übrigens auch bei mir alles ganz kräftig. Und weiter als so komme ich nicht. Ja, also wenn ihr nicht so beweglich seid, das ist kein Einzelschicksal. Einfach weitermachen und je öfter wir bisschen in die Dehnung gehen, umso geschmeidiger werden wir. Alles ist in jedem Alter möglich. So, erstmal strecken. Hier könnt ihr in der Streckung auch mit dem Oberkörper noch mal ein bisschen kreisen. Ja, und kräftig stöhnen hilft. Tief ein- und ausatmen und so mit einem großen Stoßseufzer kriegt ihr noch mal viel Sauerstoff und Kraft und Beweglichkeit. So, wieder aufrichten. Das linke Bein kommt nach hinten. Ja, dann spüren wir auch hier wieder, welche Seite ging besser. Die eine ging schlecht, die andere geht noch schlechter. Achtet auch drauf, es ist hier natürlich auch die Beweglichkeit in der Hüfte, im Knie. Und indem wir hier auch mit kleinen Bewegungen so kreisen oder schieben, also ihr könnt quasi mit dem Oberkörper, mit der Hüfte ein bisschen nach vorn und hinten gehen, ein bisschen nach rechts und links oder eine Kreisbewegung entstehen lassen. Und da, wo wir den Dehnreiz intensiv wahrnehmen, lassen wir mit der Ausatmung immer ein bisschen locker. Auch hier gilt wieder, oberhalb des Brustkorbes
Der Oberkörper ist aufgerichtet, Brustkorb gestreckt, Schultern nach hinten unten. Ja, dieser Bereich nach oben hin sieht immer aus, als oh, alles schick, uns geht's gut. Und ab den unteren Rippenbögen abwärts wird gearbeitet. Da brauchen wir die Spannung im Bauchbeckenboden. Und ziehen den Brustkorb flach. Das ist also der obere Bauch, der die unteren Rippenbögen flach zieht. Und denkt an was Schönes. Spürt den Körper. Und das, was nicht so gut geht, einfach mit Liebe reingehen. Ja, bei mir ist auch die linke Hüfte nicht so gut beweglich. Und das lassen wir dann auch erstmal so, wie es ist. Kommen wieder zur Mitte zurück. Und kommen mit den Beinen wieder nach innen zusammen. Und im Strecksitz drehen wir uns jetzt so, dass wir nach vorne und hinten Platz haben. Und laufen auf unseren Sitzbeinhöckern auf dem Gesäß zurück bis ans Ende der Matte oder des Handtuches, je nachdem, was ihr nutzt. Auch Bettvorleger sind vielleicht gut geeignet. Ihr müsst aber also nicht, nehmt immer das, was ihr habt. Der Brustkorb ist gestreckt, die Arme locker. So, und wenn wir am Ende der Matte sind, laufen wir wieder nach vorn. Wir lösen im Wechsel immer rechts und links Gesäß und Bein, mobilisieren dadurch Bauch, Becken, Boden, unteren Rücken, Iliosakralgelenk. Ziehen mit der Ausatmung den Brustkorb flach. Und wieder zur Mitte der Matte zurück. So, als nächstes wollen wir die Beine anstellen. Mit den Händen an der Knievorderseite festhalten und wir ziehen den Brustkorb Richtung Oberschenkel, Rücken und Nacken. Lassen wir ganz lang gestreckt und gerade, Kopf in Verlängerung des Rückens, Schulter und Schulterblätter ziehen immer nach hinten unten. Und beim nächsten Mal bleiben wir in der vorderen Position. Schön lang gezogen. Und die Kraft, die jetzt die Arme hier ausüben, übernimmt jetzt Bauch und Beckenboden. Die Arme gehen nach vorn und wir lassen uns Wirbel für Wirbel nach hinten abrollen. Nehmen die Arme lang über den Kopf und ziehen uns wieder nach vorn. Könnt ihr auch gerne nochmal die Position anpassen. Ja, und vielleicht kommt ihr hier schon richtig gut nach vorn. Ihr könnt euch aber auch nochmal festhalten. Wirbel für Wirbel abrollen. Ausatmen, Brustkorb flach. Und die Arme lang nach hinten strecken. Wenn ihr hier nach oben kommen wollt und es gelingt noch nicht so richtig, ja, gibt es einen Trick. Ihr geht so weit nach oben, wie es möglich ist. Und dann haltet ihr die Spannung und das Gewicht der Beine zieht uns nach oben. Es kann sein, dass ihr dafür die Beine streckt, aber das Wichtigste ist, an dem Punkt, wo ihr nicht weiterkommt, ja, je höher die Beine aufgestellt sind, umso schwieriger ist das. Wenn ihr nach oben wollt und an dem Punkt, wo ihr nicht weiterkommt, lasst ihr Bauch, Beckenboden eingezogen, Brustkorb flach, der untere Rücken bleibt fest auf dem Boden. Haltet die Position, dann könnt ihr die Beine auch lösen und strecken und euch vom Gewicht der Beine nach oben ziehen lassen. Beim nach unten gehen, macht ihr ganz langsam. Ihr kräftigt dann beim nach unten gehen die Muskulatur im Bauchbereich, die vielleicht noch nicht ganz kräftig ist. Zeitlupe, Zeitlupe, Zeitlupe. Und ablegen. Die Arme gestreckt nach oben. Ausatmen auch hier. Brustkorb zieht flach. Zieht, wenn die Arme über den Kopf gehen, die Mitte des Rückens flach, fest, breit auf dem Boden. Und wieder nach oben. Hier wollen wir jetzt auch die Beine strecken. Kommen mit den
Fingerspitzen dann weit nach vorne, Nasenspitze Richtung Knie. Richten uns auf, nehmen die Beine wieder ein bisschen mit heran, rollen uns Wirbel für Wirbel ab. Und jetzt können wir auch die Beine mitnehmen und genau dieselbe Position hier in der Rückenlage haben. Einmal lassen wir uns also aufrollen. Hier könnt ihr gleich den Bewegungsablauf insgesamt machen. Macht immer so, wie es geht. Es kommen immer die gestreckten Arme und gestreckten Beine an den Füßen und Händen zusammen. Dann richtet ihr euch auf. Nehmt hier gerne die Knie mit heran, damit der untere Rücken immer gut geschützt ist. Und einmal nach hinten. Das ist also eine schöne, sanfte Bewegung. Könnt ihr dann die Beine auch gestreckt lassen. Macht es einfach mal so nach Wohlgefühl. Zieht euch hier weit nach vorn. Wir haben die Dehnung in der Körperrückseite. Haltet die Spannung im Bauch- und Beckenboden. Nehmt die Beine mit heran, rollt euch nach hinten und versucht mit möglichst wenig Schwung zu arbeiten. Und in dieser Position im Rückenlage die Zehenspitzen zu den Händen, habt ihr auch wunderbare Mobilisation für die Wirbelsäule, für die Rückenmuskulatur. Wir können hier Verspannungen und Blockaden lösen, im günstigsten Falle. Und langsam, langsam abrollen, ganz, 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 ganz langsam, so spürt ihr jeden einzelnen Muskel, lasst die Beine möglichst gestreckt. Wenn es noch nicht so gut geht, lasst die Beine angewinkelt, ansonsten könnt ihr mit gestreckten Beinen nach unten gehen und den Oberkörper schon mitnehmen, so zieht uns alles mit. Und wieder weit nach vorn. Wenn ihr mit den Händen gut zu den Füßen kommt, könnt ihr hier schon Fußmassage draus machen. Zieht die Schulterblätter auseinander. Und wir richten uns auf. Lassen die Schultern kreisen. Die Schultern bleiben hinten unten. Wir nehmen die Arme so auf Schulterhöhe angewinkelt und ziehen uns mit der Ausatmung einmal über die rechte und linke Seite. Der Blick geht über die Schulter nach hinten. Schultern schön tief lassen. Und locker lassen. Jetzt wollen wir noch ein bisschen die schräge Rumpfmuskulatur weiter mobilisieren. Ihr könnt mit gestreckten Beinen sitzen bleiben oder die Beine ein bisschen anstellen. Die rechte Hand stützen wir hinter dem Rücken ab, strecken den Arm und ziehen den Oberkörper in die Streckung, Schulter zieht nach hinten. Mit der linken Hand an der rechten Beinaußenseite, also es geht in gestreckter Position oder wenn ihr die Beine anstellt, so wie es euch angenehmer ist, haltet ihr euch fest und wir drehen uns über die rechte Schulter nach hinten. Der Nacken ist schön lang gezogen, indem wir das Kinn zur rechten Schulter nehmen und der Blick geht im Augenwinkel bis ganz nach hinten, so weit wie möglich. Hier haben wir dadurch auch ein Augentraining mit dabei. Lasst also die Augen nach rechts über die Schulter schauen, so weit wie möglich nach hinten und schaut dabei ein bisschen hoch und tief und hoch und tief rechts über die Schulter. Training auch für die Augenmuskulatur, während wir hier gerade schön die schräge Rumpfmuskulatur dehnen und den Nacken lang lassen, Brustkorb streckt. Dann wechseln wir. In der Mitte lasst ein bisschen locker. Die linke Hand hinterm Gesäß aufstützen, erst die Streckung, Schulter nach hinten ziehen, Brustkorb streckt, dann geht die rechte Hand am linken Knie, Oberschenkel, da haltet ihr euch fest und zieht euch
in die Drehung nach links, das Kinn zur linken Schulter und aus dem linken, in den linken Augenwinkel wieder nach hinten schauen und ein bisschen hoch und tief. Dehnung beibehalten, mit jeder Ausatmung ein bisschen intensiver dehnen und gleichzeitig mit den Augen links über die Schultern nach hinten schauen und immer hoch und tief die Augen, die Augäpfel bewegen. Wir wollen jede Seite noch einmal machen. Aufsetzen, strecken, drehen. Der Oberkörper ist also immer so aufgerichtet wie möglich. Je besser wir Wirbelsäule, Rücken und Nacken strecken, umso besser kommen wir in die Drehung. Achtet auf die Augen. Und nochmal wechseln. Brustkorb streckt. Und locker lassen. Schultern kreisen. Jetzt haben wir viele, viele, viele Bereiche unseres Körpers gekräftigt und mobilisiert. Wir drehen uns einmal über die Seite in den Kniestand. Schütteln die Füße ganz locker aus, lassen die Füße locker und gestreckt, um das Gesäß zu den Fersen zu schieben und lassen uns ganz klein zusammensinken. Dabei könnt ihr die Arme in beliebigen Positionen halten, einfach ganz locker nach vorn oder neben den Körper oder ganz gestreckt nach vorn ziehen. Wir wollen unseren Körper der Schwerkraft folgen lassen und mit einem leichten Hin- und Her-Schaukeln auch die umliegenden Muskelbereiche und das Bindegewebe locker lassen. Die Füße sind gestreckt, das Gesäß geht so weit zu den Fersen, wie es angenehm und möglich ist. Die Arme locker, Schultergürtel locker, Kopf, Nackenbereich. Dann könnt ihr einfach nur noch den Körper der Schwerkraft folgen lassen und beobachten. Mit jeder Ausatmung lockerer lassen. Mit der Einatmung könnt ihr auch ein bisschen den Beckenboden aktivieren, dass der hier gleich nochmal mit gekräftigt wird. Beckenboden nach oben innen ziehen mit der Ausatmung. Mit der nächsten Ausatmung richten wir uns auf, das Gesäß geht zu den Fersen, der Oberkörper richtet sich auf. Lasst also das Körpergewicht, soweit es hier die Dehnung in den Füßen zulässt, sinken. Schultergürtel ganz locker. Und mit der nächsten Ausatmung kommen wir in den gestreckten Kniestand, spannen das Gesäß an, um die Hüfte zu strecken. Ein paar kleine, kräftige Bewegungen. Gesäß, Bauch, Beckenboden einziehen und die Hüfte streckt, 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 streckt. Ein Bein stellen wir nach vorn auf. Rechter Winkel in der Hüfte, rechter Winkel im Knie. Ich komme ein bisschen schräg hier. Und mit der Ausatmung lösen wir das Knie 1 cm vom Boden. Lassen den Fuß hinten gestreckt, nur das Knie vom Boden gelöst, ein bisschen halten und dann wollen wir wechseln. Wenn das mit dem gestreckten Fuß bei euch noch nicht geht, dann setzt ihr die Zehenspitzen auf. Wir machen es in der zweiten Runde dann auch. So, anderes Bein ist vorn und hinteres Knie vom Boden lösen. Oberkörper bleibt entspannt. Ihr könnt die Arme ausbreiten, wenn es sonst wackelig wird. Einmal wieder absetzen und wechseln. Jetzt setzen wir beim hinteren Fuß Zehenspitzen auf und versucht hier immer den rechten Winkel zu halten. Klingt nicht immer gleich so. Und das Knie 1 cm schön vom Boden lösen. Versucht wirklich nur den 1 cm und wechselt nochmal. Schöne Übung hier.
Bauch, Becken, Boden, Hüfte, Beine. Nochmal schön herausfordern. Hinterer Fuß setzt die Zehenspitzen wieder auf. Und mit der Ausatmung hinteres Knie 1 cm vom Boden lösen. Brustkorb bleibt gestreckt, Nacken entspannt und absetzen. Wir trainieren unseren Beckenboden schon dadurch, wenn wir jetzt noch ein paar Wiederholungen machen und im Wechsel das rechte und das linke Bein nach vorn bringen. Hierbei nehmen wir die Arme ein bisschen zum Balancieren nach außen. Einmal das rechte und einmal das linke Bein nach vorn, so langsam wie möglich. Und so weit zur Seite nach außen hier mit dem Bein. Da braucht ihr den Beckenboden. Den Brustkorb lassen wir gestreckt. Also die Schultern geöffnet, nach hinten unten gezogen und die unteren Rippenbögen Richtung Bauchnabel gezogen. Das ist die Streckung des Brustkorbes. So, ein Bein lassen wir vom und mit der Ausatmung schieben wir uns nach oben, richten uns auf und bleiben gleich ganz locker hier im Fußballenstand, damit der Kreislauf in Schwung kommt. Man sagt auch, das zweite Herz ist in den Beinen, in dem Moment, wo wir nach oben kommen und der Kreislauf auch mit nach oben soll, bringen wir den Kreislauf schneller in Schwung, wenn wir hier auf den Fußballen ein bisschen locker laufen oder federn. Arme und Schultergürtel, Nackenbereich sind dabei entspannt. Bauchbeckenboden ein bisschen eingezogen und dann nochmal die Beine ausschütteln. So, ich hoffe, es geht euch noch gut. Ja. Vielleicht habt ihr festgestellt, das eine oder andere braucht noch ein bisschen Übung. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Es wäre euch wirklich langweilig, wenn ihr das hier alles so easy hinlegt und sagt, nächste Übung bitte. Also insofern ist es gut, wenn noch nicht alles gelingt. Einfach dranbleiben, weitermachen, Spaß haben. Und ich freue mich, dass ihr mitturnt und jetzt hier am Ende noch seid. Und hoffentlich nicht ganz mit euch und eurer Kraft am Ende. Ja, bleibt gesund und fröhlich. Eure Edda.